Hallo, hier ist wieder die Anemone von Lächeln aus Papier. Ich begrüße euch herzlich zum 28. Super Samstag Videohop vom Team Stempelzeit. Diesmal geht es um Jubiläumskracher oder irgendwas Heiteres, was Witziges, was Lustiges. Und ich denke, in den derzeitigen doch etwas tristen Alltag, da kann es nicht schaden, wenn es doch mal ein bisschen heiterer zugeht. Die Schwierigkeit war natürlich auch so ein bisschen, wenn man schon mal so ein Thema im Kopf hatte, das Ganze dann auch in Verbindung mit Stampin' Up hinzubekommen. Aber ich denke, das hat wohl jeder dann auch hingekriegt. Ich weiß ja auch nicht, was die anderen machen. Ich habe mir überlegt, eine Wenn-Box zu gestalten, wobei diese Wenn-Box, die ich jetzt für den Ruhestand gemacht habe, natürlich durchaus auch abwandelbar ist für einen Geburtstag oder für jedes andere Jubiläum und dementsprechend ja auch, je nachdem, wer das Ganze geschenkt bekommt, dann auch personalisierbar ist. Auf der Ideensuche bin ich über diverse Wenn-Bücher gestolpert im Internet und muss sagen, die sind alle doch recht unförmig, klaffen halt weit auseinander und es hat mir nicht so sehr gefallen und da hätte ich auch nicht so viel sehr Stampin' Up eigentlich unterbringen können. Und deswegen habe ich mich für eine Box entschieden. Wenn ich sie jetzt mal aufmache, dann erinnert sie im ersten Moment, so habe ich dann das Ganze zumindest empfunden, an einen Adventskalender, der allerdings in dem Fall bis 40 gehen müsste. Aber dazu gibt es dann eine Liste, wo der Betreffende dann genau weiß, zu welchem Ereignis oder in welcher Situation er dann welches Päckchen aufmachen muss. Ich habe 40 Ideen zusammengetragen und in jeder Verpackung, also ich muss sagen, es sind auch 40 verschiedene Verpackungen der die sind alle anders gestaltet und ich nehme euch auch mit auf eine Reise durch 5 Jahre, die ich jetzt bei Stampin' Up bin, 5 Jahre Designpapier von Stampin' Up. Ich habe mich da fast bis zum Anfang an so ein bisschen zurückbewegt bei einigen Verpackungen, entsprechend auch oder passend auch zum Inhalt. Und ja, es wird diesmal so sein, dass ich euch die Verpackung zeige, sage, was unter der entsprechenden Nummer sich dann verbirgt und werde euch zeigen, was ich drin versteckt habe. Ich werde nicht auf die Verpackung, also es wird kein Bastelvideo werden diesmal, aber wenn ihr das möchtet und mir in die Kommentare schreibt, dann bin ich natürlich gern bereit, euch in einem der nächsten Videos eine Verpackung zu zeigen, wie ich die gestaltet habe. Okay, dann würde ich den Karton mal zur Seite legen oder zur Seite packen und wir fangen an. Bis gleich! Hier habe ich nochmal den Deckel für die Verpackung und hier habe ich mit Designpapier gearbeitet, mit der Gänseblümchenstanze und habe mit den großen Buchstaben mir das alles Liebe für den Ruhestand ausgestanzt. Ich hatte erst einen kleineren Schuhkarton, dann habe ich einen größeren Schuhkarton gehabt, da hätte ich eigentlich auch alles reingepasst, aber es war dann doch ein bisschen eng und da habe ich gedacht, nee, also so eine große Box
Ist ja auch viel schöner, es hat alles besser Platz und sieht doch ein bisschen schöner aus. Dann habe ich hier einen Umschlag gemacht, den man natürlich dann auch hier in den Deckel reinkleben könnte. Und in diesen Umschlag habe ich dann diese Liste mit dem Computer geschrieben, also nicht selbst geschrieben, sondern mit dem Computer, und habe dann hier auch noch gestempelt, habe hier auch die neuen In-Color-Farben verwendet. Die Nummer 1 ist eine 3x-Verpackung und es wäre, wenn du mal ein Wunder brauchst. Und versteckt sind darin Wunderkerzen. Das zweite wäre so eine Verpackung, die Nummer 2. Wenn dir mal die Energie fehlt, weiß gar nicht, wie die Verpackung heißt, da ist Dextro Energy drin. Das wäre die Nummer 2. Die Nummer 3 wäre, wenn dir mal die Worte fehlen. Und da ist eine Buchstabensuppe drin. Die Nummer 4, wenn du dir mal das Leben versüßen möchtest, das sind Kinderriegel drin. Die Nummer 5 für eine kleine Auszeit. Da habe ich so ein Päckchen Kaffee oder Espresso drin und einen kleinen Keks dazu. Die Nummer 5 war das. Die Nummer 6. Wenn du am liebsten ganz weit weg sein möchtest, habe ich hier eine Verpackung und ein Mars drin. Die Nummer 7, wenn dir ein bisschen Freude fehlt, dann gibt es hier eine Portion Freude zum Baden. Die 9 wäre, wenn dir mal alles stinkt. Dann habe ich so eine Verpackung hier mit einem Drehverschluss gemacht. Und da ist eine Duftkerze drin. Ah, und die Nummer 8 habe ich vergessen. Die habe ich gemacht. Das ist so eine halbe... das war die Schachtel voller Liebe. Und da habe ich nur einen Teil halbiert. Und die 8 wäre... wenn du eine zündende Idee nötig hast. Und da sind Streichhölzer drin. Und die Nummer 10, wenn du dich nach etwas mehr Liebe sehnst. Das wäre das Badesalz Liebe. Ja, also das wären die Ideen 1 bis 10. So, dann habe ich hier die Nummer 11. Die Nummer 11, wenn du einmal total durcheinander bist. Da ja nur so eine einfache Verpackung und habe dadurch, dass das Designpapier ja doppelseitig ist, nur jeweils die Enden so umgeschlagen und gefalzt. Und ist ja auch recht schön. Also falls du einmal total durcheinander bist, da gibt es einen Kamm. Die Nummer 12, wenn dir mal die Füße schmerzen, was ja als Rentner auch schon mal passieren kann. Die Nummer 13, du dir wieder mal nichts merken kannst, dann gibt es einen Notizblock. Da hatte ich ein separates Video schon gedreht dazu. Dann habe ich die Nummer 14, du mal wieder so richtig Luft ablassen möchtest oder kannst, da gibt es Luftballons, auch zu dieser Verpackung
Habe ich schon mal ein Video gedreht, das ist so ein Origami-Umschlag. Das war die Nummer 14, die Nummer 15, da hatten wir ja mal so eine Sechseckbox. Die Nummer 15, du etwas verschnupft bist, dann gibt es ein Erkältungsbad. Das duftet den ganzen Karton aus. Die Nummer 16, es endlich wieder mal so richtig prickeln soll. Da habe ich hier so Brausebonbons drin. Wobei man da natürlich auch eine kleine Piccolo-Flasche Sekt oder eine Flasche Sekt dann reinpacken kann. Das geht ja auch. Das wäre die Nummer 16. Die Nummer 17, du mal ein bisschen Zeit für dich brauchst, dann gibt es einen kleinen Kurzurlaub. Das ist auch ein Cremebad. Die Nummer 18, du etwas ziellos durch die Gegend läufst. Da habe ich einen Stadtplan, in dem Fall von Überlingen drin. Die Nummer 19, wenn du deine kreativen Ideen umsetzen möchtest, da gibt es eine kleine Leinwand. Die Nummer 20, wenn dir der totale Durchblick fehlt. Zu diesem Umschlag habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und zu diesem, wenn dir mal der Durchblick fehlt, gibt es Brillenputztücher. Ja, das waren die Nummer 11 bis 20 und gleich geht es weiter ab der 21. So, und weiter geht es mit der 21. Wenn du mal wieder so gern Kind sein möchtest, das ist auch eine spezielle Verpackung, eine Origami-Verpackung, die aus drei Bögen 6-Inch Designpapier besteht. Mal jetzt gerade mal gucken, wie ich sie aufkriege. Die ist auch nur gesteckt, die ist nicht geklebt. Also, das wäre hier ein Bogen. Und hier die anderen zwei. Und da habe ich ein Überraschungsei drin. Also, wenn ihr wissen möchtet, wie die geht, dann schreibt mir gern unten in die Kommentare. Die mache ich gern für euch. Die Nummer 22, wenn du dir mal die Finger schmutzig gemacht hast, dann gibt es so Handreinigungstücher. Das hier ist jetzt zum Beispiel auch eine Verpackung ohne Kleben, die auch nur so zusammengesteckt wird. Die Nummer 23. Wenn du deine Rente etwas aufstocken musst, da habe ich nur aus Designpapier wie so einen kleinen Umschlag gefaltet und das Ganze dann als Geldbörse. Und da ist ein bisschen Kleingeld drin. Die 23, die 24, das ist so eine Verpackung mit einem netten Verschluss. Wenn du jemanden am liebsten eine kleben möchtest, da gibt es einen Prittstift. Die Nummer 25. Wenn du dich viel zu alt fühlst, da gibt es eine Anti-Aging-Maske. Die Nummer 26. Wenn du mal wieder lachen willst, bis dir die Luft wegbleibt, da habe ich eine riesengroße Packung Lachgummi. Die
die Nummer 27, du dich völlig schwach fühlst. Dann habe ich auch die Verpackung, weiß gar nicht, wie die mal hin, so irgendwelchen was mit Päckchen. Auch von Stampin' Up gab es da eine Stanzform. Und hier drin ist Fisherman's Friends. Das war die 27. Die Nummer 28. Wenn du unendlich traurig bist, da gibt es eine Verpackung für Taschentücher, die man durchaus auch auf den Tisch stellen kann, die dann auch recht dekorativ ist. Die Nummer 29. Wenn alles schief läuft, mal ein bisschen mal rumdrehen, das ist ein Lineal. Und das hier ist so eine Ziehverpackung. Und die Nummer 30, da gab es ja mal so eine Kiste auch als Stanzform, die hieß also Holzkiste. Habe ja auch Holzpapier genommen. Und das wäre die Nummer 30, wenn du einen riesigen Fehler gemacht hast. Und da gibt es Radiergummis dazu. Das waren die Nummer 21 bis 30. Ja, und weiter geht es mit der Nummer 31. Wenn mal was daneben geht. Und da habe ich eine Packung Servietten. Auch mit Schmetterlingen, wie das Designpapier. Das wäre die 31. Die 32, wenn das Glück mal nicht an deiner Seite ist, dann gibt es nochmal ein Badesalz, das heißt Glücklichmacher. Die Nummer 33 ist eine Surcreme-Verpackung mit Konfetti, wenn du dich selber feiern möchtest. Die Nummer 34, wenn mal jemand zu viel redet. Und da gibt es Pflaster, das man auf den Mund zu kleben kann. Die Nummer 35, wenn du mal nicht einschlafen kannst. Und da gibt es Einschlaftee. Auch eine schöne Verpackung, oder? Die Nummer 36. So ein Knallbonbon. Wenn dir der Geduldsfaden gerissen ist, das mache ich jetzt, muss ich nicht aufmachen, da ist hier die Öffnung groß genug. Da habe ich solche Fäden. Also ein paar Geduldsfäden gibt es da. Nummer 36 war das. Die Nummer 37. Wenn du so richtig durchatmen möchtest, das ist so eine Kuppelbox, die halt auch nur durch dieses Band gehalten wird. Und drin wäre Kaugummi. Die Nummer 38 ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zerdrückt, so eine Pillowbox. Wenn du mal kein Netz hast, da hätten wir eins. Die Nummer 39, wenn dir das Leben zu grau erscheint, mittlerweile glitzert ja alles. Da gibt es etwas Glitzer. Und zum Schluss die Nummer 40. Wenn du mal etwas an der Uhr drehen möchtest. Und da gibt es eine Parkuhr. Die habe ich jetzt bei mir aus dem Auto genommen.
kann man ja auch durch eine andere dann ersetzen. Geht ja jetzt um die Idee. So, das waren meine 40 Ideen, 40 Verpackungen und 40 Papiere aus 5 Jahren Stampin' Up. Und gleich gibt es noch ein paar andere Ideen, die ich nicht in Verpackung umgesetzt habe, aber die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ja, und hier noch ein paar Ideen, die keinen Platz in meiner Wenbox gefunden haben. Das wäre jetzt zum Beispiel die Nummer 41. Du wissen möchtest, wie das Paradies schmeckt, dann verpackt man eine Paradiescreme. Oder wenn du nach den Sternen greifen willst, dann kann man einfach Sterne ausstanzen und schön verpacken. Du keinen Ausweg weißt, dann kann man ein Labyrinth aufmalen oder aus einem Rätselheft ein Labyrinth ausschneiden und verpacken. Du mal nichts zu lachen hast, dann gibt es ja so Witzheftchen oder so Bücher, da kann man sowas nehmen. Oder Nummer 45, dir langweilig ist, dann kann man ein kleines Puzzle verpacken, Sudoku oder auch ein Rätselheft. Nummer 46, du eine Veränderung brauchst, da kann man einen Kosmetik- oder Friseurgutschein verpacken und das, denke ich, könnte auch eigentlich ein Aufhänger für so eine Wenbox sein, dass man halt so einen Gutschein verschenkt und da noch ein paar andere Sachen mit reinpackt. Ich denke, das ist auch eine nette Idee. Oder du eine neue Frisur willst, dann kann man ein paar Klemmen oder Haargummis oder sowas in den Tütchen reinmachen und verschenken. Gemein finde ich die Nummer 48, wenn dir der Magen knurrt, dann einfach ein Rezept zu verpacken. Wenn man schon Hunger hat, dann ist das auch ein bisschen blöd. Du mal jemanden, das soll hier heißen, zum Reden brauchst, dann kann man ja als Notfallnummer die eigene Telefonnummer angeben. Oder du einen Tapetenwechsel brauchst, dann ein Stück Tapete oder auch DSP aufkleben. Das geht auch. Oder wenn es Ups heißt, dann wäre das Toilettenpapier das Richtige. Oder du nicht mehr so recht hörst. Dann kann man so ein paar Ohrstäbchen, also Q-Tips, in den Tütchen machen. Oder du etwas Halt brauchst, dann nimmt man halt Büroklammern und packt die, macht die zusammen so in so einer Kette und packt die ein. Du eine neue Aufgabe brauchst, das wäre jetzt auch sowas, ein Gutschein für, weiß ich nicht, Enkelhüten oder Fenster putzen. Waschen, bügeln, wie auch immer. Kann man ja sowas dann auch verpacken oder auch ein bisschen was Kreatives oder so. Ich denke, das ist von der Person abhängig und wenn man die Person dann auch kennt, dann fällt einem da auch schon was ein. Oder du ein Kompliment brauchst, dann gibt es ja in Supermärkten oder so Blätter, wo man gewöhnlich eigentlich so unten die Telefonnummer abreißen kann. Und dann kann man das ja mit Komplimenten so machen. Ich habe hier mal ein paar aufgeschrieben, aber da gibt es auch unzählige, die man sich auch aus dem Internet dann irgendwie mal zusammenstellen kann. Also du siehst toll aus, du riechst gut, mir gefällt wie du lachst, ist toll, dein Haar zurückwirfst, ja in die Nase fasst oder. Mit dir kann man über alles reden. Alle Männer oder Frauen schauen dich an. Ich bin gern bei dir. Wow, du kochst besser als meine Mama. Ungeschminkt gefällst du mir am besten oder irgendwas. Also ich denke, da fällt einem dann schon was ein. Und wenn man sich so viel Mühe und Arbeit macht, so eine Box zum Beispiel zusammenstellt, dann bedeutet einem die Person schon was. Davon gehe ich zumindest aus. Ja, das war meine Idee zu diesem heiteren oder Thema oder Jubiläumskracher. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Mir jedenfalls hat es Spaß gemacht, euch meine Ideen vorzustellen. Und wie gesagt, wenn ihr
wissen wollt, bestimmte Verpackungen, wie ich die gemacht habe, kein Thema, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bastel sie gern mit euch zusammen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und heiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.